So Leute, da sind wir im nächsten Spiel. Ich habe wieder den Domme dabei. Hello again. Und wir gucken uns an Big Eldrazi gegen Death in Texas. Kein Death in Hawks, Death in Texas. Hat mir schon lange nicht mehr. Ich glaube, der letzte kam im März. Ich finde Death in Hawks aber auch schön. Ja, ich auch. Aber irgendwann dachte ich mir, man muss halt auch mal was vorzeigen, was... Ist für mich halt schon stupide genug. Ne? Ja, nee, was mehr Meta ist, dann muss man halt auch mal normales Texas spielen. Auf der anderen Seite Big Eldrazi. Big Eldrazi natürlich so, wenn das so einen schnellen Start hinlegt mit Chalice into Thought-Nazia, into Ugin, keine Chance für den Death and Texas-Spieler. Ja. Der Texas-Spieler darf hier anfangen, das ist schon viel wert. Jetzt kann er halt ein Spyglass auf... Weil kommen, ist halt schon ätzend. Ja, also Big Eldrazi hat viele Antworten für Death in Texas. Auf der anderen Seite natürlich Death in Texas mit Wastelands, Ports und so weiter. Grim Monolith. Nächste Runde fünfmal. Talia, Ebene. Das war sehr hart. Sehr, sehr gut. Tatsächlich hier jetzt Mana abzuschalten mit dem Revoker. Da kommt jetzt ein Spyglass. Ob man das Spyglass hier setzt. Man zieht sich ja schon wieder zwei Leben. Ja, muss aber eigentlich, ne? Ja. 16. Na, Mutti. Ja, ja, tatsächlich Mutti, weil Death in Texas. Ja, da wird dann die Erderfiole angesagt. Uff, da liegen natürlich jetzt richtig viel Schaden. Ne? Ja, also ist auch, der arbeitet auch tatsächlich die Glock dagegen. Und wenn ich das richtig sehe vom Death and Tax-Spieler, er kann halt schön jetzt einfach runterspielen. Ja, das ist jetzt ganz smooth. Caracas für Talia zum Safen. Genau. Das ist halt ganz easy. Bieten. Auf der anderen Seite, wenn jetzt natürlich der Giver nicht gewesen wäre, dann wäre das jetzt mit 7 bis 8 Mana. Ich sehe da einen Ugin auf der Hand. Ich sehe da Trinisphäre. Man hätte ja auch, glaube ich, weiß nicht, ob die schon da 6 war. 6 Mana. Gut, wenn man jetzt volle 6 Mana benutzt. Es tut halt weh. 6 Mana? Ja. Trandynamo into. Eieieiei. Auch nicht schlecht. Aber in den Augen von dem Palace Jailer. Ist das total irrelevant. Ja. Den Palace kannte Jailer er. Nimmt den. Verstehe ich nicht, weswegen er das gemacht hat, wenn er den weil kannte. Kein Land, weil kein Land. Man hat es auch gesehen, der hat einen Textspieler halt von oben runtergezogen und hat dann ja, hat aber noch ein Land auf der Hand. Der hat zu noch, hoffen. Ja, da war noch ein Land auf der Hand. Man musste halt hier hoffen. Man ist halt sehr, sehr weit hinten dran. Und so ein 4-4er reicht doch oft. Ja, klar, vor allen Dingen der ist ja mit Reach und... Reach auch richtig solide. Ist ein schönes Tier. Flicker Whisper halt auch fies gewesen. Gegen Death in Texas halt nur halb so gut, weil halt der Schutz vom Multicolor total egal ist. Topo Orb, ich sehe einen Topo Orb. Ja, Topo Orb ist eine gute Karte. Ja. Genau, der Schutz ist relativ egal, aber und die Flicker Whisper ist halt ziemlich fies. Ich weiß nicht, was man hier an der Big Eldrazi-Seite rausbordet. Ich glaube, Chalice und Trinisphären ist beides nicht so geil. Ja, ist beides nicht so toll. Beim Death in Texas-Spieler auf jeden Fall die ganzen. Ja, wobei, also ich würde halt on the play würde vielleicht die Chelle, die Trinisphäre noch drin lassen. Das wäre dann halt ein easy Match für ja, mich ich gewesen. Glaube, man versucht jetzt, je nachdem, wie viele Karten er reinboarden konnte. Nee, wenn er jetzt genug Karten reinboarden konnte, würde ich aber auch on the play die Trinisphäre drin lassen, weil sie genug Zeit geben. Ja. Ja, hier. Mulligan von Death in Texas-Seite. Immer ein gutes Zeichen. Ja, für den Gegner. Ja, denn Texas nimmt halt die Swords to Plowshares raus und ein paar Muttis und nimmt dafür dann die Dinge rein, die Council's Judgment, Act of Reasoning und noch irgendeine Karte, die ich jetzt vergessen habe. Act of Reasoning ist halt eine super Karte, wenn man die findet. Der haben wir eine Verzauberung, wenn ihr ins Spiel kommt, exilt ihn Artefakt oder Verzauberung. Zu Beginn des Versorgungssegments wenn du was, also zu Beginn des Versorgungsmoments zerstört sie wieder eine Artefaktorverzauberung, dann musst du sie aber jemandem geben. Ach die! Und wenn der das bei dir zerstört, kriegst du die wieder. Und der Big Eldrazi-Mann wird dir die nie wiedergegeben. Nee. Ist das jetzt auch ein Mulligan von der Big Eldrazi-Seite? Habe ich das richtig mitgekriegt? Das ist halt die Folge, wie viel Mulligan das jetzt schon ist. Ich glaube, ist der erste gewesen. Die Frage, ob es überhaupt einer war oder ob einfach nur lang gemischt wurde. Ich glaube, der hat schon mal eine Hand gezogen. Sieht danach aus, als wäre es ein Mulligan. Ja. Oh. Spyglass. Ich sehe tatsächlich erste Runde Spyglass, zweite Runde Thought-Not-Seer. Das ist schon kein schlechter Start gegen Death in Texas. Nee, aber ist die Frage, was hast du mit Spyglass an? Wastelands? Wastelands wahrscheinlich. Je nachdem, man sieht ja mit Spyglass auch die Hand vom Death in Texas-Spieler.
Ja. Der Deckspieler hat Talia, Wasteland, Port, Port, Ebene und die Stoneforge. Da wird schon Wasteland ansagen. Ja, Wasteland ansagen, Ebene Go, ja. Dann, oh, Norm Thordnots hier von der Top. Das ist ziemlich gut. Ja. Und noch ein Wasteland gezogen. Das wäre ein richtig guter Start gewesen für den Deathen-Texas-Spieler, wenn da jetzt kein ja, Kobe Spyglass gekommen wäre. Vor allem, wenn jetzt noch ein Thordnotsia kommt. Oh, noch ein Spyglass. Das ist schon spicy. Ja, mit Spyglass kann man halt das Port auch ansagen. Ja, das ist halt jetzt die Idee, in welche Richtung man geht. Man könnte jetzt natürlich auch auf die leere Handkarte gamblen. Aber ja, ja kann man gambelt hier auf die leere Handkarte. Ja. Wow, noch mehr Länder. Das ist nicht schön. Das ja, ist das schön. Ist halt jetzt für den Death and Texas Spieler echt schlecht. Vor allem die Fortnite. Drittes Wastelands. Die Fortnite hier machen so richtig Druck. Ja, ja, das war jetzt gerade das dritte Wasteland gezogen. Das sieht man direkt. Da sieht man mehr wieder, wer gut gemischt hat. Ja, ja, tatsächlich. Oh, man schmeißt das so räudig. Ja. Ja, ansonsten. Ja, mal gucken, was jetzt Runde 3 ergibt. Genau, Runde 3 ist natürlich wieder, wer startet, wer nicht. Ja, Death in Texas fängt ja an. Genau, das ist halt für Bigger Drasi nicht so geil. Aber es scheinen beide zufrieden mit der Hand zu sein. Ach, oh, Etherfuel. Gute Karte. Schöne Karte. Das Ugin. Spyglass. Ja, das ist auch eine gute Karte. Gute Karte. Das ist eine Jitte, ein Disenchant, ein Wasteland, ein Recruiter, Prelate und eine Jitte. Wird wahrscheinlich aber Dings angesagt. Ja, die Etherfuel. Abgeht Port. Okay, also wurde Wasteland nicht angesagt. Oder es wurde natürlich Wasteland angesagt, weil die Kreaturen alle auf 3 liegen. Stimmt. Das wäre auch eine Möglichkeit. Noch ein Ancient Tomb. Aber macht man jetzt mit 2 Mana nicht viel, ne? Nicht viel. Disenchant. Für den Prelate fehlt aber eine zweite Weißquelle. Ja. Genau. Für den Recruiter halt nicht. Genau, man könnte halt jetzt, Recruiter into 2-Drop searchen. Mhm. Halt nicht so geil, aber. Ja. Hat er halt eine Ballista auf der Hand, glaube ich. Die erste Karte ist, glaube ich, eine Ballista. Und ich glaube, da überlegt man jetzt, ob man die Ballista droppt oder nicht. Mhm. Ich glaube, ich würde es einfach lassen. Ja. Auf der anderen Seite könnte halt der Death in Texas Mann auch jetzt Onigrim Monolith. Okay. Das ist natürlich auch gut. Ja. Wobei, jetzt kann man natürlich als Death in Texas Spieler hergehen, Recruiter reinlegen, Recruiter so reinlegen, den Dude suchen, der hier Phyrexian. Phyrexian Revoker, ja. Revoker. Ich glaube, was halt auch eine Überlegung wäre, wäre jetzt mit dem Disenchant. Ja. Ist halt die Frage, was man macht. Mit dem Disenchant einfach. Das ist jetzt wirklich die Frage. Man kann den Grimm zerstören, man zerstört einfach 3. Oder man zerstört einfach das Spyglass. Spyglass. Ich glaube, man zerstört hier tatsächlich den. Es ist Wasteland angesagt. Also. Ja, ja. Da ist wirklich die Frage, was man zerstört. Spyglass loswerden ist halt auch spicy. Ja, genau. Also, man hat 2 Möglichkeiten. Wir killt man das Spyglass und wastelandet. Oder man sagt halt, go and ported. Ja, ich würde halt auch das Wasteland ansagen. Green, ja. So. Jetzt wird 3 ihn spielen und dann. Was sagt man für eine Zahl? 4? 4. 4, okay. Den Khan würde ich jetzt ansagen, weil ja, der deine Chalice halt auch. Stimmt, weil es die Etherfuel auf jeden Fall abschalten würde. Das wäre sehr schlecht. Das wäre richtig schlecht tatsächlich. Ja. Das ist eine City. Man hat jetzt 7 Mana. 7 Mana ist halt gefährlich. 7 Mana ist Ugin. Der Kleine. Der Große kostet 8. Da ist auf jeden Fall der Große auf der Hand, tatsächlich. Ja, ja. Eine Chalice. Noch ein Ugin. Ein All is Dust. Uff, oder meldet halt offen für All is Mist. Ne?
Ja, das Problem ist halt jetzt, ja, Walking Dead ist dafür 2. Das soll auch nicht schlecht. Ja. Ja, Walking Ballista auf 2 kann halt die Dinge umschalten, aber dann wäre natürlich dann der Prelate besser gewesen. Ja, gibt man für 2 hauen, warum nicht? Ja, kann man auch nehmen. Alles über 3 ist Luxus. Mhm. Sehe ich ähnlich. Man sagt hier Go up, keep porten. Ja, die City. Okay, City, genau. Ist halt die Frage, ob man jetzt alles das zündet. Ist eine Sorcery tatsächlich. Was man machen könnte, wäre jetzt nochmal 2 Mana bezahlen, um die. Ja, stimmt. Das hätte ich nicht mit dem Grim Monolith bezahlt. Ja, ich glaube da. Achso, ne. Das hätte ich mit der Ancient Loop. Ah, mit der Ancient Loop hat man das Problem, dass dann wieder Leben. Ja, ja, Leben ist dann auch immer. Aber ich glaube, das wäre. Ja, gut, man kann nächste Runde auch einfach wieder enttappen, aber. Ne, ich glaube tatsächlich, das war ein Fehler. Ich glaube, hier hätte man die Ancient Tomb tappen müssen. Ja, weil die Ballista jetzt halt auch den Prelate wegblockt. Also stort man sich quasi die 2 Schaden einfach. Ja, genau. Weil da kommt halt wirklich das Problem, dass der Grim halt jetzt nicht enttappt. Der? Ja. ETB. Tralalalala. Ist halt die Frage, ob man jetzt hier in einen Revoker. Palace ja, Jailer. Revoker, Flickerwisp zum. Ja, Flickerwisp geht auch ganz gut. Ja, stimmt auch. Dann einfach die Walking Ballista nehmen, aber. Ja, so. mit Flecke ist die Walking Ballista, dann schießt man halt. Der Gegner schießt dann halt auf die Flicker Wisp und den Prelay, das ist halt nicht so geil. Nee. Verbraucht halt eine Menge Ressourcen. Ne? Mhm. Ist das Stoneforge auf der Hand? Ist auch nicht so geil. Darauf wird nicht reagiert. Flickerwisp, target den. Ja. Dann wird geschossen, shoot. Wir haben ja einen Khan auf der Hand gesehen, das bedeutet, er ist jetzt free. Ja. Ja, okay, er braucht halt trotzdem noch das Mana, ne? Der Port ist noch offen. Oh, Wasteland. Das ist jetzt schlecht. Ja, abgeport. Plus halt, wie gesagt, das mit dem Ding, selbst mit dem Grim der Fehler. Aber selbst so hat man jetzt halt gar keinen Mana. Und jetzt wird man immer für eins. Das dauert jetzt halt ewig, ne? Ja. Ich sehe auf jeden Fall noch Tutor. Recruiter. Ja, der könnte jetzt einen Moon Crusader suchen. Ja. Moon Crusader macht immer 4 Damage. Man könnte jetzt einen Flickerwisp nehmen, um das halt nochmal abzusafen, dass man wirklich durchkommt. Ich glaube, sonst auf 3 ist nichts mehr im Deck drin. Ja, ist der Moon Crusader. Ja, vor allen Dingen mit der Hitter auf der Hand. Ja, aber mit dem Mana, da kommt man ja nie hin. Ist keine Engine Tomb im Standard. Death and Taxes drin. Stimmt. Schwierig. Ja, für 2. Clock verdoppelt. Ja. Dann go up, keep pot. Ja, okay. Hier macht man einen 1-1 Eldrazi. Ja, das sieht zwar aus wie ein Germ-Token, ist aber ein 1-1 Eldrazi. Sieht aus wie ein Germ-Token, riecht wie ein Germ-Token. Ist aber ein 1-1 Eldrazi. Immer noch, doch, hier hat man Land gezogen, aber das Land bringt einen nicht weiter. Nee, das bringt einen gar nicht weiter. Weil, wenn man das Land spielt, opfert man das andere. Wäre halt, wie gesagt, dass mit dem Grim hätte man jetzt den Grim offen. Ja. Dann hätte man jetzt auf 4 Mana hoch. Aber ist die Frage, ob das jetzt generell noch was bringt? Nee, ich denke nicht, das ist eine Runde zu spät. Aber, Spyglass, darauf aktiviert man die und legt den noch rein und dann geht man rum und haut zu. Ja. Ja. Das war's. Kleiner Fehler dort, aber ansonsten ein ganz schönes Match. Man hat schön gesehen, was die Decks so können und was sie so stark macht. Gut, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.